Hallo, herzlich willkommen. Ich habe heute die Silvia Fischer bei mir im Königinnengespräch. Hallo, liebe Silvia. Hallo, hallo Andrea. Und liebe Zuschauerin oder lieber Zuschauer, wir haben heute das Thema im Raum Leben ohne Geld. Und das hat auch einen Grund. Und zwar hatten die Silvia und ich vor kurzem ein Gespräch zu zweit. Wir waren Wegbegleiterinnen und haben dann mal nur zu zweit den Raum geteilt. Und da ist noch mal so war ich total dankbar, weil die Silvia nochmal so ihren mutigen Schritt mit mir nochmal so ganz teilen konnte, nicht Fragen stellen konnte. Die hat nämlich in der Zeit, wo sie also ohne Geld gelebt hat, hat sie einfach auch einen Blog geschrieben und hat ganz viel aufgeschrieben, was sie für Erfahrungen gemacht hat und wie es ihr da in der Zeit ging. Und es hat mich sehr neugierig gemacht und ich freue mich total, dass wir heute das Gespräch führen können. Und ja, liebe Silvia, magst du noch vielleicht einfach ein paar Worte zu dir sagen und darfst auch gerne dein Buch mal zeigen? Genau. Ja, danke schön, Andrea, dass du mich eingeladen hast zu dem Königinnengespräch. Das freut mich sehr. Genau, und ja, der Anlass war auch, dass ich mein Buch natürlich bekannt machen möchte hier. Das heißt der Vagabundenblog vom Leben ohne Geld. Silvia Fischer ist mein Künstlername. Und das habe ich jetzt eben Mitte März veröffentlicht als Taschenbuch bei Amazon und dann auch jetzt als E-Book. Und es war ein langjähriger Traum, ohne Geld zu leben damals. Und der hat sich einfach 5 Jahre später verwirklicht. Und dann habe ich das einfach ein Jahr lang gelebt. Und meine Botschaft ist eigentlich, dass man auch ohne Geld leben und sehr glücklich sein kann. Genau, und da lade ich ein zu unserem Gespräch, um dann noch ein bisschen mehr in die Tiefe zu gehen. Ja, da bin ich schon sehr gespannt, weil also wenn ich jetzt das so Leben ohne Geld, kann ich mir erstmal gar nicht wirklich vorstellen, boah, wie kriege ich mein Essen und wo also wie schaffe ich das mit dem Übernachten? Und also ich merke, da kommen bei mir ganz, wenn ich mich da so drauf einlasse, gleich so die Urängste wahrscheinlich so, boah, wie soll das funktionieren? Und ich kann mir vorstellen, dass es vielen so geht, boah, ein Jahr lang ohne Geld. Genau. Und da möchte ich dir als erstes gleich mal die Frage, weil das ist heute Premiere, habe ich und eine neue Frage mir ausgedacht, wo ich gerne am Anfang stellen möchte. Und zwar, was ist so dein wertvollster Königinnenschatz, den du mit Fehlerfreude in deiner Lebenszeit ohne Geld geschenkt bekommen hast? Mein größter Lebensschatz sozusagen. Ja, oder dein wertvollster Königinnenschatz sozusagen, wie auch immer. Ja. Das ist eine gute Frage. Die habe ich mir selber noch nicht gestellt. Also ich sehe einen ganz großen Schatz darin, ohne Geld leben zu können. Ich habe damals immer gesagt, das ist mehr wert als ein Sechser im Lotto. Warum? Weil ein Sechser im Lotto, da hat man viel Geld. Und irgendwann ist es weg. Und wenn man ohne Geld leben kann, dann kann man das immer tun, die ganze Zeit. Und deshalb ist es noch viel, viel mehr wert als ein Sechser im Lotto. Und ich glaube, das ist der größte Schatz. Und auch zu sehen, dass man also ganz viele innere Werte haben kann, die einfach so immens viel mehr wert sind als Geld und vor allem voran die Freiheit. Das war für mich immer das allerhöchste Gut, das über allem stand. Und die wollte ich eben dann auch nicht mehr hergeben. Deshalb habe ich eigentlich 9 Jahre außerhalb des Systems gelebt und also ohne Einkommen und alles. Und wenn du sagst, ja, Angst, ich habe wirklich das gelebt, wovor man normalerweise Angst hat, also in unseren Breiten. Und ich kann mich erinnern, ich hatte auch mal Angst, oh, was mache ich, wenn ich meine EC-Karte nicht mehr habe und da kommt kein Geld mehr aus dem Automat. Also ich hatte diese Angst auch schon und ich glaube, die Angst, ohne Wohnung zu leben, die haben wir irgendwie alle. Und ich habe das einfach gelebt und ich habe es mit großer Freude gelebt. Genau. Also ist dir leicht gefallen, diesen Schritt wirklich zu gehen? Weil, also gerade heutzutage, auch in Zeiten von Corona, ist ja Freiheit auch so ein Thema.
Ja, was hat dich vielleicht erstmal irgendwie, was war für dich so die größte Stufe oder Angstschwelle, über die du gehen musstest, also dieses Jahr wirklich zu wagen? Gab's Also bei mir, ja, ist es ja einfach so passiert. Ja. Ich habe das gar nicht geplant oder so. Ich weiß, andere Leute, die ohne Geld gelebt haben, die haben das geplant vorher und haben sich einen Wohnwagen besorgt, der Mark Boyle in England und so. Bei mir war das irgendwie anders. Ich habe einfach meine Wohnung zum falschen Zeitpunkt aufgegeben und jemand hatte mir erzählt, ja, in Frankreich, da überwintern die Leute im Süden von Frankreich, die keine Wohnung haben und so. Und irgendwie hat mich mein Leben dann dahin geführt. Also ich wurde da wirklich hingeführt und bin dem einfach gefolgt, dem Fluss des Lebens, wo das Leben mich hinhaben wollte. Genau. Was war jetzt nochmal deine Frage? Also bevor du losgegangen bist, was da so die größte Angst war? Oder ah, ja. Es hat dich eher hingeführt, hast du jetzt gesagt. Ja? Genau, also ich war dann gar nicht, da waren überhaupt keine Ängste mehr in dem Moment. Aber ich weiß, lange vorher gab es eine Angst und zwar, ich war noch ich hatte ein Einkommen und so und ich wollte das nicht mehr haben. Und dann hieß es immer, ja, wenn Sie das nicht mehr haben wollen, dann haben Sie auch keine Krankenversicherung mehr. Und das hat mir dann so ein deutscher Beamter dann irgendwie gesagt und dann hat mir das ganz schön Angst gemacht. Da hat man gedacht, oh je, keine Krankenversicherung, das kommt fast schon ein Todesurteil gleich. Und dann, so war das irgendwie innerlich gefühlt, ne, für mich, oh je, ohne Krankenversicherung, mein Gott, wie kann man denn da leben und so, so als ob das gar nicht ginge, ne. Und bei mir war es aber so, ich habe in den 90er Jahren lange in Brasilien gelebt und ich habe da natürlich auch die Straßenkinder gesehen und mich hat es immer fasziniert und ich dachte immer irgendwie, ich hatte immer schon als Kind schon einen Hang zu Straßenkindern. Meine Eltern hatten ein Buch, da waren die Straßenkinder drin, so sechsjährige Stöpkins mit einer Zigarette im Mund und so und das hat mich immer fasziniert, das war so, so wild irgendwie. Und da dachte ich, wow. Und genau, irgendwie hat es mich dann auch da hingezogen. Also das habe ich wirklich gemerkt. Ich wollte da auch so leben, wie diese Straßenkinder leben. Ich wollte auch Straßenkind sein. Und dann waren mir diese Ängste, es war mir dann alles egal, weil das war mein Wunschtraum und dieses ohne Geld. Und da hat es mich einfach hingezogen. Und plötzlich waren da auch diese Ängste nicht mehr. Also die waren nur viele Jahre vorher, als ich so langsam angefangen habe, mich innerlich da auch ein bisschen von diesem System zu distanzieren und zu verabschieden und zu merken, ach, ich will das eigentlich alles gar nicht mehr so haben, wie mir das eigentlich zusteht und so. Das finde ich total bewundernswert, weil du hast es vorher nochmal so gesagt, also und so nehme ich dich auch wahr. Also ich kenne dich jetzt, glaube ich, auch so ein bisschen anderthalb Jahre oder so ungefähr. Und ich finde es total spannend, weil du ja schon jemand bist, ja, wie das Leben mich führt. Also du bist schon jemand, so nehme ich dich wahr, so im Fluss einfach mit den Dingen, die so kommen oder da kommt mal was, ach ja, da habe ich Lust oder nee, da möchte ich jetzt nicht sein und dann gestaltest du dir das Leben wirklich auch so und ermächtigst dich da oder... und das finde ich schon sehr, ja, finde ich total spannend. War das schon immer so? Nee, das ist eigentlich was ich mir entwickelt habe so. Eigentlich kommt es daher, dass man, also ich sage jetzt mal religiös gesagt, Gottes Wille tun will. Also was ist Gottes Wille? Man kann ja auch sagen, also letzt kam zu mir die Seele, ist das höhere Selbst? Also zu gucken, wo will, also wenn man jetzt nicht an Gott glaubt, wo will die Seele hin? Wo will das höhere Selbst von einem hin? Wo will das Leben einen hinhaben? Und dass ich dann einfach versucht habe, diesem nachzugehen und da reinzuspüren innerlich, ja, wo ist es jetzt eigentlich besser für mich hinzugehen? Ist es jetzt besser rechts oder links oder geradeaus oder zurück, vor oder zurück? Und dann habe ich eben auch immer ganz tolle, fantastische Leute kennengelernt, die mich eingeladen haben und bei denen ich dann irgendwie gelebt habe. Also vor allen Dingen nach dem Jahr
ohne Geld, wo ich noch so mit so wenig Geld wie möglich gelebt habe. Genau. Habe ich deine Frage damit beantwortet? Doch, also ich passt voll. Vielen Dank. Ich merke, bei mir kommen immer schon gleich die nächsten Fragen, weil ich das so spannend finde. Also ich merke, wenn ich jetzt dir so zuhöre, dann bei, also Leute, die haben dich eingeladen und da merke ich so, boah, cool. Also ich habe bestimmt voll das schöne Gefühl auch. Und dann habe ich aber gleich wieder so das schlechte Gewissen oder so eine Scham, wo dann kommt, ja, aber kann ich das auch annehmen? Dann lebe ich ja auf Kosten von anderen. Also ich weiß nicht, ob es anderen auch so geht, aber wie ging es dir denn damit? Also dass da irgendwie, ja, hast du das oder gab es das für dich auch oder, ja? Ja, natürlich. Und zwar ist es so, dass ich immer versucht habe, auszugleichen. Mhm. Also das war praktisch meine Aufgabe. Ich habe was bekommen. Ich habe ein Dach bekommen über dem Kopf und eine Infrastruktur zum Kochen und so. Und vielleicht noch einen Kühlschrank oder ja, ein Zimmer. Manchmal hatte ich auch ein Zimmer. Manchmal hatte ich nur die Couch, also ganz unterschiedlich. Und natürlich hatte ich sehr stark das innere Bedürfnis, da was zurückzugeben dafür. Mhm. Und im Grunde habe ich, also das ist mir aber erst nach Jahren bewusst geworden, dass ich sehr viel zurückgegeben habe. Also ich habe ja Sachen zu essen, containert oder von den Märkten geholt, die weggeworfen wurden. Und habe dann die Leute natürlich eingeladen, mitzuessen. Also ich habe dann gekocht, ich habe sehr viel geputzt und habe auch oder Wäsche gewaschen oder also ich habe geguckt eigentlich, was könnte ich hier tun, wo kann ich mich hier sinnvoll einbringen und das habe ich schon immer gleich am Anfang getan, also am ersten Abend, wo mich die Leute eingeladen haben, da habe ich dann immer schon angefangen da rumzuwerkeln, also bei den meisten waren da gleich schon Stapel von Geschirr und dann waren die natürlich dankbar, oh, da spült jemand mein Geschirr und es war dann angenehm für die Leute. Und dann haben sie am nächsten Tag gesagt, naja, du kannst auch noch länger bleiben. Und dann habe ich weitergeholfen und irgendwann haben sie gesagt, du kannst bleiben, solange du willst. Und dann bin ich da geblieben, solange ich wollte und dann irgendwann bin ich gegangen, bin ich zum Nächsten gegangen, ja, genau. Ja, das ist ja auch was Schönes, gell? Also ich habe auf deiner Seite nochmal irgendwo auf einer Schlagzeile gesehen gehabt, Gemeinschaftseigentum statt Privateigentum. Und das hat mich auch nochmal sehr in Bann gezogen. Und wenn ich dir jetzt so zuhöre, also du lebst ja schon auch sehr viel gemeinschaftlich. Also wenn ich dich irgendwie höre, du bist selten alleine oder du bist, also hast zwar mittlerweile ja auch eine Wohnung, aber du bist trotzdem einfach gern mit anderen zusammen. Und ich finde es total faszinierend auch. Dass ich glaube schon, dass es auch ein natürliches Bedürfnis ist, immer was auch wieder zu geben, weil wir Menschen, also ich glaube schon, dass es ein natürliches Bedürfnis ist, wenn man das bei Kindern anguckt, guck mal da und das Essen teilen, also von Anfang an machen sie das noch gerne, wenn dann irgendwann mal der Futterneid kommt, dann ist es aber eher angezogen oder halt je nachdem, wie das Umfeld auch ist. Ja, finde ich nochmal schön und das heißt, dann ist da auch so ein Geben und Nehmen ja auch entstanden und was ist für dich jetzt so mit diesem Gemeinschaftseigentum? Was für Erfahrungen durftest du da machen? Weil das finde ich schon was ja, also ich mir teilweise noch mehr wünschen würde. Also zum Beispiel jetzt gerade im Garten, ich will mir jetzt keine Heckenschere, alles Mögliche noch kaufen, sondern ich fände es einfach sinnvoll, dass ich das bei Nachbarn ausleihen kann und die dann bei uns, was weiß ich, entweder dann vom Gemüse was bekommen, wenn sie selber kein Gemüse anbauen oder keine Ahnung, also dass da irgendwas entsteht. Also was verbindest du mit diesem Gemeinschaftseigentum und was durftest du in der Zeit ohne Geld für Erfahrungen damit aussammeln? Ja, also es war dann so, dass mir das sehr am Herzen lag, sozusagen in der Gemeinschaft zu leben, die sich alles teilen. Und so eine Gemeinschaft hatte ich dann auch gefunden, die das wirklich machen. Mhm. Bin dann immer hin wieder, habe aber gemerkt für mich, es war nicht das, ich konnte das irgendwie nicht so leben, wie die das leben. Das war sehr stark, also es war sehr religiös und dann auch sehr stark mit Gehorsam und Unterwerfung und
so Sachen, wo ich merkte, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so genau, was Gehorsam ist und so. Ich folge meinem Herzen. Ich bin eigentlich meinem Herzen gehorsam, ja, aber nicht irgendjemand, der mir sagt, was ich zu tun habe. Und aber deswegen bin ich immer wieder zu denen hin, über viele Jahre hinweg, zu dieser Gemeinschaft, die das Leben und sich alles miteinander teilen. Und das hätte ich eigentlich auch gern gehabt. Und ich überlege jetzt, ob ich nicht selber so eine Gemeinschaft gründe, wo die Leute, die das wollen, das tun. Also, dass man so zwei Kreise gibt, einen engeren Kreis, die sich alles teilen, wie das möchten, von Herzen. Und es gibt einen Kreis außenrum von Leuten, die sich verbunden fühlen und aber das noch nicht ganz leben möchten, aus welchen Gründen auch immer. Und ich habe es gelebt eigentlich, habe das so gesehen, natürlich, wenn ich eingeladen war, und ich bin auch jetzt wieder in der Situation, ich bin auch wieder eingeladen, ich bin Gast. Ich liebe es einfach, Gast zu sein. Das ist ein ganz besonderer Status, den ich sehr schätze. Und ich bin jetzt auch wieder hier, über 4 Wochen schon zu Gast. Und letztes Jahr war ich auch mehrere Monate wo zu Gast. Es ist einfach ein wunderschöner Status, den man hat. Genau, und da fühlt man sich auch so ein bisschen, als wäre das gemeinschaftlich. Also da ist gar nicht der Gedanke von Eigentum, sondern der Gedanke von Teilen, das zu teilen, was man hat. Das ist eigentlich das, was dahinter steht. Mhm. Und es ist auch dieser wertvolle, dieses ganz, ganz wertvolle, ja, was ich unendlich viel wertvoller finde als diese, manche würden sagen, gesunde Egoismus, zu schauen, dass man alles hat und einen Raum für sich und so. Ich habe mehr dieses Teilen. Das ist für mich einfach viel, viel fantastischer, weil es so multipliziert wird dann alles, was man hat. Genau. Ja, finde ich total schön und vor allem auch so zu merken bei dir, dass du dass du ja auch so eine Wertschätzung hast. Also du weißt es ja auch zu schätzen, Gast sein zu dürfen oder dann auch dieses einfach auch zu schauen, was brauchen die Menschen oder was kann ich da auch was kann ich da auch selber schenken. Das finde ich total spannend, dass du da einfach ja dann auch die Brille einfach drauf, also anziehst, weil es könnte ja auch anders sein. Ja, die lassen mich Gast sein und dann aber ich glaube, dann will man dich als Gast auch nicht so. Hast du eigentlich mal eine Erfahrung gemacht, wo dich jemand auch wieder rausgeschmissen hat oder wo also gab es solche Erfahrungen auch oder wo du eher für das blöd angemacht worden bist, dass du jetzt ohne Geld lebst? Hast du sowas auch? Ist dir sowas begegnet mal? Also mir ist es mal tatsächlich passiert bei einer Person, da war ich, es war ein Mann, ein Portugiese, sage ich jetzt mal, der hatte mich bei sich eingeladen und der wollte dann, also ich habe ja gern gekocht für die Leute, es war für mich selbstverständlich, aber ich wollte die Leute ehrlich gesagt nicht auch noch bedienen. Und er wollte bedient werden dann noch. Also ich habe gekocht alles, aber ich meine, für mich können sich die Leute dann selber nehmen. Also ich bediene auch gern vielleicht, aber er wollte das so als, ja, und jetzt bedien mich bitte auch noch. Und da habe ich gemerkt, nee, das will ich jetzt gar nicht. Ich habe jetzt hier alles da vorbereitet, einen Salat und was zu essen und vielleicht noch einen Nachtisch. Und jetzt will der auch noch bedient werden. Also so und so fordernd, da habe ich gemerkt, nee. Und dann hat er mich aber wirklich auch nach 3 Tagen rausgeschmissen, sozusagen. Ja. Und ich wusste das aber alles schon vorher. Das war das Interessante an meinem Leben. Ich wusste dann immer schon vorher ungefähr, mit was für Leuten ich zu tun habe. Die haben mir dann erzählt, der hat mir erzählt, dass das mit einer anderen Frau auch so war. Dass sie auch nach 5 Tagen oder was vor der Tür saß. Dann wusste ich schon innerlich, war ich schon vorbereitet, das wird mir auch passieren, weil die Leute sind halt, wie sie sind. Ne? Und ich wusste das schon vorher und wollte dann auch selber gar nicht mehr da bleiben. Also das hat dann auch gepasst. Ja, aber finde ich auch nochmal spannend, weil es zeigt ja schon auch das, wenn man, also dann hat er ja auch nicht von Herzen gern freigegeben, so. Also das ist ja dann auch wieder so, ich gebe dir einen Schlafplatz, aber ich habe von dir die und die Erwartungen, dass du das und das alles für mich tust. Also das, und dann wird es ja schon wieder eng. Also dann ist man ja selber, also wie du auch, dann ist man selber auch gar nicht mehr gern Gast. Also das finde ich auch gerade
spannend, dass das ja, also, dass das wirklich ein Geben und Nehmen ist. Weil wenn man was ja, von Herzen frei schenkt, dann kann es der andere auch gern nehmen. Und wenn man es nicht, also ich weiß das von mir, wir sind jetzt im Gestaltungsspielraum, beziehungsweise bei den Gemeinwohlspielen auch, immer wieder zu üben, also eine Schenkkultur einfach zu leben und dieses Gefühl so voll satt zu sein und wirklich frei zu geben. Und ich merke, dass es bei mir in bestimmten Momenten einfach schon immer wieder eng wird. Und sobald zum Beispiel das Geldthema zur Sprache kommt, wo ich merke, ja, irgendwann muss ich ja auch wieder ein regelmäßiges Einkommen haben. Jetzt, also ein Jahr habe ich jetzt gerade nochmal praktisch ein Grundeinkommen sozusagen und kann es entspannt machen und bin sozusagen wirklich satt. Das ist jetzt so mein Experiment gerade und merke aber schon, dass es immer wieder, wenn ich dann diese Angst oder wenn dann wieder so, oh, aber irgendwie, das spürt der andere sofort und dann reagiert er auch eigentlich, also auf das, was da drunter ist. Wie erlebst du das für dich? Also wenn du gibst, also fällt es dir selber, ja, also kannst du dich so völlig frei verschenken oder wie hast du das, also hast du so dieses Gefühl, dieses natürliche Gefühl, darum geht es mir, glaube ich, eher dieses satt zu sein so und die Fülle so zu spüren. Wie gehst du mit dem Thema Fülle in deinem Leben um oder mit diesem Sattsein? Ja, das ist ja das interessante Paradox am Leben ohne Geld. Und das ist, warum ich auch so lange gebraucht habe, mich wieder umzustellen, ist, dass man ja in der Fülle lebt, sofort. Wenn man ohne Geld lebt, also man hat vielleicht kein Geld, aber alles andere hat man in der Fülle. Unglaublich. Also ich hatte ja auch manchmal Schlüssel von mehreren Wohnungen, wo ich hätte sein können. Ich hatte Klamotten ohne Ende, die kamen irgendwie zu mir. Sachen, die weggeworfen werden, die habe ich halt gefunden. Ne? Massenweise Klamotten. Und bin dann irgendwann zu übergegangen, die auf dem Flohmarkt zu verticken. So alles umsonst, alles umsonst. Und dann haben mir die Leute dann oft einen Euro oder so gegeben pro Kleidungsstück, was sie normal auch gegeben hätten. Aber viel mehr Leute hat es interessiert und die fanden es auch toll, weil sie mir geben können, was sie mir geben wollen von Herzen. Ne? Ja. Weil ich nicht sage, ach, ich habe jetzt diesen Preis, es hat denen schon alles gefallen. Und manche sind einfach mit einem riesen Sack irgendwie von dann gezogen, von Sachen, wo ich nichts bekommen habe dafür. Und ich will jetzt, wo du es gerade ansprichst, nochmal auf dieses, also für mich sind es drei Ebenen. Das Austausch, ich habe auch auf meiner Webseite drüber geschrieben, das eine ist Ware gegen Geld, was wir normal haben, dann kommt die nächste Ebene, ist die Tauschebene und dann kommt eine Ebene oben drüber, das ist die Ebene des freien Gebens und Nehmens. Und das ist die Ebene, in der ich eben jahrelang gelebt habe, mit großer Liebe und Freude und weil es eben alles frei ist, also frei, ich konnte mir aussuchen, bei diesem Ausgleich also den Leuten was zurückzugeben, denen zu helfen, was möchte ich machen? Ich habe, ja, zu was habe ich Lust? Was sehe ich, was gemacht werden müsste und wozu habe ich Lust? Und das ist einfach, da ist einfach immer diese Freude dabei und das Herz auch. Man verschenkt sich praktisch auch irgendwie, ne? Durch sein Tun, durch sein Mitwirken am und dann helfen irgendwie dadurch, dass man da ist. Oder auch ein offenes Ohr ist ja auch oft eine Hilfe. Viele Menschen haben es geliebt, dass ich bei denen war, nur um nicht allein zu sein. Ganz viele Menschen, die sagen, oh, normal bin ich allein und ach, ist ja schön, dass du da bist und so. Genau. Ja, also das wollte ich noch sagen. Also mit dieser Ebene des freien Gebens und Nehmens. Und dann auf dieser Ebene ist auch interessant, weil auf dieser Ebene ist nicht mehr 1:1, dass man gibt wie im Tausch, oft noch, auch im Tauschring. Also im Tauschring ist es schon auch so, dass die Leute gegenseitig sich was geben, aber es wird noch aufgezeichnet und so. Und auf dem freien Geben und Nehmen, da ist einfach nur, da kommt rein und raus. Also bei mir war das so mit den Klamotten, ne? Die flossen rein und wieder raus und ich musste immer zusehen, dass schnell genug die Sachen auch wieder unter die Leute kommen, weil ich hatte ja nur sehr begrenzt Platz zur Verfügung. Genau. Also es ist einfach so ein bisschen
wie jonglieren, ne? So ein bisschen wie jonglieren, dass da immer Sachen sind und die rein und raus. So habe ich das immer gesehen irgendwie. Ja. Und immer in dieser Fülle, in dieser unglaublichen Fülle. Und sobald man irgendwie mit Geld zu tun hat, ich nehme an, dass es am Zins und Zinseszins liegt, dass da immer ein Päckchen von dem Geld geht immer beiseite und diese die Steuern, Mehrwertsteuer, was weiß ich. Also ein Päckchen von jedem Euro und Cent, da ist Zins und Zinses drin. Und deshalb ist man immer im Mangel. Und das ist ja auch kreiert, das ist ja auch mit Absicht. Weil die Natur ist in der Fülle, wenn wir einen einzelnen Baum sehen, wie viel Walnüsse der da fallen lässt oder wie viele Früchte, da wird ja nicht nur einer satt, da werden ja viele, viele Menschen da satt von. Ne? Und normal ist das so. Und was der Mensch macht, ist eigentlich einen absichtlichen Mangel zu erzeugen. Genau. Ja, und leider sprechen wir darauf an. Nee, was hast du jetzt gerade noch gesagt? Und ohne Geld ist man einfach in der Fülle. Ja, weil wenn ich dir jetzt so zuhöre, glaube ich, einfach mit dem ursprünglich, mit der Natur wieder mehr auch verbunden ist. Also du hast, glaube ich, auch einfach, du warst ja dann auch viel draußen oder in der Natur oder in natürlichen Begegnungen und hast ja einfach auch, ich fand es am Anfang so schön, wie du das gesagt hast, so im Fluss. Du warst im Fluss und hast einfach dich so, wo es dich auch hintreibt, also dass du dich einfach vom Leben so mit dem Leben fließt, so würde ich es, glaube ich, benennen. Mhm. Ja, voll schön. Ich habe jetzt gerade überlegt, so, ich könnte dich gerade noch stundenlang dir Fragen stellen. Jetzt ist es für mich gerade nochmal so, dass wir so langsam vielleicht zum Ende kommen. Was möchtest du vielleicht jemand, der das auch mal Lust hat, auszuprobieren oder da sich so heranzuwagen an so ein Leben ohne Geld oder an diese Fülle, mit der zu experimentieren? Hast du da noch einen besonderen Impuls oder einen Tipp, wie man das am besten vielleicht anfängt oder was das so, ja? Also meines möchte ich sagen, ich kann keinem empfehlen, es so zu machen, wie ich es gemacht habe, seine Wohnung aufzugeben. Also ich würde, wenn, dann eher sagen, ich vermiete die Wohnung unter für ein Jahr und mache jetzt das Experiment, ohne diese Wohnung zu leben, ohne Geld und so, und zu gucken, was passiert. Genau. Weil bei mir hat der Zustand eben 9 Jahre angedauert, weil ich wusste gar nicht, warum so brauche ich denn Wohnen? Ich brauche doch gar keine Wohnung. Ich bin doch immer eingeladen so. Aber es ist schon gut, einen eigenen Raum zu haben, eine Basis, ein Basecamp. Genau. Ansonsten könnte ich sagen, einfach nur Mut, nur den Mut zu haben, für seine Träume zu gehen und zu stehen. Eigentlich nur das. Das ist eigentlich das Wichtigste überhaupt. Und also für mich war das einfach radikal mein Traum vom Leben ohne Geld zu verwirklichen. Und der hat sich eigentlich auch von selber verwirklicht. Ich habe da gar nicht viel dazu beigetragen. Und es dann einfach dafür zu gehen, das reicht schon, glaube ich. Also weil alles andere passiert von selber. Ja, also eher wirklich wieder nach innen zu lauschen und auch dieses entweder höhere Selbst oder das Herz einfach wahrzunehmen und sich da reinzugeben und sich hinzugeben, so wahrscheinlich wirklich. Und das, ja, und dann, also wenn man den Wunsch hat, das kenne ich auch, dass es dann sich wirklich das Leben so ja formt und dann so praktisch kommt. Bei dir war es ja auch, du hast den Wunsch gehabt, gab 5 Jahre davor oder so und hast anvisiert oder es war dir wichtig. Und dann ist das schon immer wieder spannend, wie das Leben das dann so, wie das Leben einen führt oder eben, wenn man dann wieder der inneren Führung vertraut einfach, auch wenn man es nicht versteht vom Kopf. Fand ich nochmal wertvoll, auch ohne Plan, also dass du wirklich ohne Plan das Ganze auch, sondern einfach dich führen lassen hast und ja, sehr wertvoll, dass man so auch leben kann. Und sogar dann verlängert. Bei dir hat es ja noch länger angedauert. Ja, gibt es noch irgendwas, was dir zum Abschluss nochmal wichtig ist zum Sagen oder wozu du einladen möchtest?
Ja, was mir jetzt noch gerade einfällt, ist, ich habe halt das Leben sich selbst kreieren lassen. Also ich habe praktisch so eine Lebensart entwickelt. Ne? Ich lasse das Leben sich selbst kreieren und schreibe es einfach auf. Und dann habe ich praktisch so eine Schreib-Selbst-Therapie entwickelt und habe sie selber gemacht. Und mein Buch ist eigentlich ein Beispiel auch davon, von dieser Schreib-Selbst-Therapie. Also einfach nur aufzuschreiben, was ist, was passiert ist. Und das hat irgendwie was Heilendes. Manchmal kann man manche Dinge einfach nicht verstehen. Und was passiert da jetzt eigentlich im Leben? Und es übersteigt einem und ist einem eigentlich zu viel. Und durch das Aufschreiben wird es dann fassbarer auch, ne? Und kann man einfach leichter alles handeln. Genau, das ist das, was mir jetzt gerade noch einfällt. Also für mich ist das eine Lebensart gewesen, die sehr stark sich unterscheidet, vor allen Dingen von dieser deutschen Form, Dinge zu planen, für alles einen Plan zu haben, bis ins letzte Detail. Ich habe manchmal auch so Leute kennengelernt, die Reisen geplant haben, die wussten schon vorher, wo der Supermarkt ist und alles, haben sich alles angeguckt. Ich wusste gar nichts, aber ich habe den Supermarkt genauso gefunden wie die auch. Am Ende waren wir im selben Supermarkt so ungefähr. Bei alle Wege führen nach Rom. Der eine geht so rum, der andere geht so rum. Ich will einfach nur sagen, es gibt auch eine ganz andere Möglichkeit zu leben. Und mir hat es total entsprochen. Ich war total glücklich damit. Und deshalb habe ich 9 Jahre gebraucht, mein Leben wieder umzustellen. Auf das normale Level, sage ich mal. Weil das andere, das hat mir einfach so gut gefallen, so getaugt, mit so viel Freude erfüllt und Glücksgefühlen, dass ich das gar nicht mehr missen wollte. Aber trotzdem, es ist nicht leicht, das möchte ich auch sagen. Ich kann nicht sagen, das ist leicht. Es ist überhaupt nicht leicht, aber man hat Freude. Aber ich würde meine Wohnung nicht ganz aufgeben. Also das möchte ich nochmal sagen. Ja, herzlichen Dank, liebe Silvia, dass du jetzt mit uns deine Erfahrungen so ein Stück weit geteilt hast und vielleicht ja auch Lust machst, das mal einfach mehr auszuprobieren im eigenen Leben. Fühl dich da herzlich eingeladen, lieber Zuschauer. Und wenn du auch, also ich fand es jetzt nochmal spannend, dass du auch gesagt hast, ja, dass das für dich auch ein heilsamer Prozess war und wer da einfach Lust hat, tiefer einzutauchen und auch die Silvia einfach in ihrem, auch einfach da irgendwie ihr das, ihr zu schenken sozusagen, das Interesse für das, was du erlebt hast und was du gemacht hast, finde ich auch wertvoll, dass man das einfach vielleicht einfach auch honoriert oder einfach sich auch bei dir melden kann. Und du hast ja auch gesagt, du hast Lust, das auch in der Gemeinschaft da aufzubauen. Also wer da einen Impuls verspürt, möchte ich nochmal einladen, auch sich bei der Silvia zu melden, weil das ist ja dann auch für sie wieder so ein Impuls, kann das sein. Und wer weiß, vielleicht findet ihr zusammen und es entsteht was Wundervolles, co-kreativ. Genau. Ja, ich freue mich total, dass wir das Gespräch geführt haben. Herzlichen Dank. Genau. Magst du noch mal abschließend was sagen? Sonst würde ich jetzt einfach genau und beenden. Schön, dass du dabei warst, dass du interessiert warst und neugierig. Und danke, Silvia, dass du es geteilt hast. Ja. Ja, ich möchte mich natürlich noch ganz herzlich bei dir bedanken, liebe Andrea, für das Gespräch. Und mir hat es auch jetzt Spaß gemacht, Freude bereitet und dass ich auch was weitergeben kann. Und genau. Also mein Buch, jetzt noch gibt es für 9,99 bei Amazon als Taschenbuch und für 2,99 gibt es noch als E-Book, aber ich glaube, im Mai mache ich eine Aktion, dass man es umsonst haben kann, weil das wird natürlich dem Buch entsprechen, damit jeder das Gefühl hat, wie das ist, wenn man was umsonst bekommt, weil das ist wie jeden Tag Weihnachten. Nochmal schön, genau. Und wer trotzdem dann was zurückfließen lassen möchte, mag ich auch, kann man sich ja immer bei der Silvia, das ist bestimmt irgendwo deine Kontaktdaten, kann man dir einfach auch so mal überweisen, weil das ist, finde ich, auch eine spannende Erfahrung, wenn man auch selber das Gefühl hat, nicht so viel Geld zu haben. Also ich in meinen Mangelzeiten sozusagen, trotzdem jemand anderem was zu schenken oder ein bisschen mehr zu geben, wie ich eigentlich dachte, dass ich habe und dann zu merken, dass ich immer noch genug habe und dass das hier nur der Kopf ist,
Genau, also falls du Lust hast, würde ich auch dazu einladen, die Silvia zu beschenken, weil ich das auch cool finde. Aber genau, finde ich eine schöne Aktion. Dann tschüss und danke. Danke.